Dann müssen wir jetzt also wieder den Weg zurückgehen und versuchen, das Ganze schnell zu machen. Los, geht zur Dachkante. Und wieder hier durch. Oh, es ging mal recht flink jetzt. Durch die Röhre. Und in Dr. Marcells Büro. Und aus Dr. Marcells Büro wieder raus. Und die Tür ist blockiert. Yeah. Schnell, schnell, schnell. Schaffen wir es jetzt? Nicht so schnell, Süße. Verdammter Mist. Hab ich dich doch noch erwischt. Wie kommst du nur dazu, hier frei herumzulaufen? Und wie bist du da rausgekommen? Marsch, zurück in die Zelle! Willst du meine Antwort hören? Ah, warte mal. Läppisch. Almost, yep. Ich habe eine Idee. Okay, Ja, hör auf, mich voll zu quatschen. So, wir gehen da lang. Warte mal, den Kommentar hier haben wir noch gar nicht gehört von der Ich Röhre. werde sehr oft auf diese Animation von Edna angesprochen. Mir wurde gesagt, dass sie anzüglich wirkt. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo das herkommt. Ich bin ein bisschen geschockt. Ja, okay. Und hier auch euch den Entwicklerkommentar Es gehört. gibt ein ganz großes Problem mit der Idee von dem Typ, der versucht, sich in die Freiheit zu löffeln und daran scheitert. Sie war nicht von mir. Das ärgert mich immer, wenn ich diesen Screen betrete. Die Idee ist nämlich so brillant, die hätte ich gern gehabt. Die kommt aber leider von einem Grafiker, der ganz zu Beginn des Projektes ein paar Testhintergründe gezeichnet hat. Im Endeffekt wurde er mir von Carlsen Comics abgeworben und ich musste alle Hintergründe alleine zeichnen. Und dabei habe ich nicht mal ein Lineal und nichts an den Oh. Kanten. Peinlich. Ja, peinlich. Na gut. Vielleicht müssen wir es auch entsprechend triggern. Das heißt, wir müssen erstmal die Säule wegnehmen und das Buch wegnehmen. Das mache ich eben mal. Und das Ganze sozusagen nochmal. Wieso haben wir hier zwei Säulen jetzt? Säule? Säule. Jetzt kommen wir nicht mehr raus, oder was? Ach, verdammt. Wir haben uns selbst eingesperrt. Wie sinnlos. Ja, hier lang, glaube ich. Da rein. Und nochmal da rein. Und hier durch. Und hier durch. Ich will gar nicht wissen, wie oft ich diesen Weg schon gegangen bin. So, Lexikon. Nimm das Lexikon wieder weg. Und benutzt die Säule. Okay. Wir probieren das jetzt Ganze nochmal und werden, wenn wir dann hier sind, die Säule benutzen und das Lexikon nochmal draufpacken. So. Nochmal das Ganze. Hey! Oh, ich verdufte lieber. Naja, warte gefälligst. Warte gefälligst! Und ab geht's. Yeah! Hui! Oh, zu langsam. Ich fasse es ja wohl nicht. Meine Güte. Was soll das? Läppisch. Ja. Lass mich in Okay, Ruhe. aber. Ich hoffe, es nervt euch nicht, aber ich muss das Ganze scheinbar nochmal machen. Das ist ja ganz schön knapp getriggert, muss ich sagen. Also man darf sich echt überhaupt keinen einzigen Fehlklick leisten. Sonst ist man erstmal direkt geliefert. So, nochmal. Hey! Oh. Ja. Warte gefälligst! Raus! Schnell! Puh. So. Na, wo bist du? Okay, da bist du. Was soll das? Dann quatschst du mich voll. Ja, und dann. Gut, dann gehen wir weg. Und wieder rein. Und wieder rein. Und noch reiner. Und hier rein. Und jetzt die Säule benutzen. So, benutzen Säule. Und jetzt Lexikon drauf. Jetzt lässt sich die Klinke nicht mehr runterdrücken. Was zum? Ja! Hey! Jetzt Was soll das? funktioniert's! Ich bin hier noch drin! Ja, ich weiß! Hallo! Hulgo! Hugo ist außer Dr. Gefecht. Marcel! Der ist nicht da. Irgendwer! Ich bin hier! Erfolg freigeschaltet, zellfreie Beschreibung, entkomme irgendwas. Ja, schön. Gut, dann wieder raus.
Oder beziehungsweise um die Ecke, endlich. Du meine Güte, wir haben es geschafft. Wir sind ein Schritt weiter, ein Screen weiter. Geh mal zur Tür. Oh, oh, da sitzt ja einer. Bist du das, Neuer? Ja, ich bin der Neue, wer sonst? Um ehrlich zu sein, bin ich eine entlaufene Irre. Na naja, gut, ich bin niemand, ignoriere mich einfach. Schon mal was von Tor, Gott des Donners, gehört. Komm, nee, ich bin eine entlaufene Irre. Um ehrlich zu sein, bin ich eine entlaufene Irre. Entlaufene Irre. Ja, ja. Hör mal, Neuer. Wenn du nur zum Herumblödeln gekommen bist, kannst du auch genauso gut wieder gehen. Okay. Aber erst kommen wir uns ein bisschen um, würde ich sagen. Wenn du dich eh nicht umdrehst, prima. Ein Wasserspender. Gucken wir mal an. Der ist ja leer. Wer wohl das ganze Wasser getrunken hat? Ach nein. Oh, da ist ein Schlüssel, den will ich haben. Wasserspender, ja. Kannst du den mitnehmen oder irgendwas damit machen? Leer. Vielleicht mit benutzen? Leer. Oder mit ihm reden? Blub, blub. Oh. Schön, dass wir darüber geredet haben. Harvey, kannst du mal irgendwas damit anfangen? Guck mal, Harvey, ein leerer Wasserspender. Wer wohl das ganze Wasser getrunken hat? Ach, nein. Okay, eine Pflanze. Gucken wir uns die mal an. Bei der Luftfeuchtigkeit hier drin fühlt sie sich offensichtlich sehr wohl. Kannst du sie mitnehmen? Sperrig und nutzlos. Ich lasse es bleiben, wenn's recht ist. Aber damit reden kannst du bestimmt. Kannst du schon pflanzig. Flora, Göttin aller Sandalenträger, hörst du mich? Was wünschst du, Sterbliche? Ich würde gerne etwas über meine Wurzeln erfahren. Du trägst die Wahrheit bereits in dir, Göttin. Oh, was für ein rührendes und schleimiges Gespräch. Okay, benutzen. Die ist bloß Dekoration. Sag das nicht. Was hältst du davon, Harvey? Abendbrot. Und ich dachte, du isst nur Süßigkeiten. Ich esse immer das, womit ich den größten Schaden anrichten kann. Ah, okay. Eine Monitorwand, die können wir uns nochmal angucken. Manche sind erleuchtet, andere sind dunkel. Je nachdem, ob das Licht in den Räumen brennt. Ah. Gut, dann, daneben können wir sie wahrscheinlich nicht. Klar, ich hole nur gerade den Laster. Kannst du damit reden? Oh, Monitor-Orakel. Was willst du mir mitteilen? Um meine Botschaften zu empfangen, musst du nur lange genug hinsehen. Benutzen vielleicht? Irgendwie hypnotisch. Okay, ein Mülleimer. Dann eine Tür, ein Fernseher, den will ich, ist vielleicht ein bisschen gefährlich. Der Fernseher ist aus. Ja, haben wir ja auch ausgestellt, weil irgendwann vor 3 Folgen oder so haben wir eine Antenne rumgerüttelt und da hat er sich sozusagen umgedreht. Also sozusagen, ist der Fernseher, war der Empfang gestört und er hat sich sozusagen wieder auf die Monitore konzentriert. Gut, können wir die vielleicht mitnehmen? Gibt's den nicht als Flachbildvariante? Ach, bitte, das ist ein schönes All-Style-Modell und benutzen vielleicht. Ja, das lief ja ganz hervorragend. Kann man vielleicht einschlagen, meine ich. Der Poloschläger guckt am liebsten Tierfilme. Ah, natürlich. Ich will es nicht leugnen. Ich mag Pferde. Nimm. Harvey, kannst du was damit anfangen? Harvey guckt am liebsten Filme über Ponys. Ah, was für ein Mädchen. Über fleischfressende Zombie-Ponys. Ah, okay, dann habe ich mich gesagt. Dass nur ich ihn hören kann. Er ist so niedlich, wenn er über Ponys redet. Okay, bevor ich jetzt mal versuche, an diesen Schlüssel zu kommen, der offensichtlich unser Ziel ist, werde ich noch versuchen, diesen Mülleimer hier zu durchwühlen. Ich durchwühle doch keine Mülleimer. Okay. Ach ja? Seit wann? War gelogen. Ich wollte nur gucken, wie es sich anfühlt, das zu sagen. Ah, ja, okay. Da ist nur ein Jahresvorrat durchsifter Papierbecher drin. Oh, vielleicht können wir irgendwas nehmen davon. Da ist nur ein Jahresvorrat durchsifter Papierbecher drin. Die Auswahl ist groß. Ich nehme ein besonders süffiges Exemplar. Super. Mensch. Brauchst du diesen Pappbecher, Harvey? Sieh es ein. Niemand braucht diesen Pappbecher. Sag das nicht! Hoffnungslos versifft. Was sagt denn hier Captain Unbrauchbar dazu? Captain Unbrauchbar hat einen speziellen Spender für Pappbecher am Gürtel. Großartig. Wenn man das Wasser aus dem Basonko-Becher trinkt, schmeckt es etwas besser. Ah, großartig. Kannst du es vielleicht noch benutzen? Ich durchwühle doch keine Mülleimer. Ja, doch. Aber ich wollte nur... Ja, hast du schon. Harvey? Aber nicht doch.
Harvey ist noch gut in Schuss. Nun gut. Schlüssel. Der Generalschlüssel. Ich muss ihn unbedingt haben. Aber wie stelle ich das an? Ich habe absolut keinen Schimmer. Ich nehme an, einfach nehmen darfst du ihn nicht. Ich versuch's einfach. Pfoten weg. Na. Na? Hallo? Ich kann mich nicht bewegen, ich kann nichts machen. Hallo? Das war wohl nix. Ah ja. Gut. Vielleicht benutzen. Vielleicht kann ich ihn irgendwie... Pfoten weg. Ah, okay. Das war wohl nix. Na gut, dann gehen wir erstmal wieder raus und gucken, was es noch so gibt in unserer neu gewonnenen Freiheit, in Anführungsstrichen. Ist hier irgendwas? Nee, ein Sichtfenster. Ja, gucken wir doch mal durch das Sichtfenster. Da sitzt ein Wächter in dem Raum. Er starrt auf eine Wand voller Überwachungsmonitore. Okay. Geh runter, geh hoch. Ah ja, okay. Aber wir können auch durch den Flur gehen. Erstmal die Etage erkunden, dann gucken, was hier so gibt. Ah, die Toilette. Jedes Spiel sollte eine Toilette haben. Handtuchspender. Die kenne ich aus der Origami-Therapie. Ja, falte mir eine Rolle und du hast es geschafft. Wie unfair. Es verschwindet wieder in der Wand. Kannst du damit reden? Gib endlich das Handtuch frei. Holst du doch. Wie unfair. Ja, es verschwindet wieder in der Wand. Ja, können wir vielleicht das Ding zerkloppen und, Ich sehe das Packpapier, aber ich sehe das Geschenkband nirgendwo. Das finden wir bestimmt noch. Gut, ein Waschbecken natürlich. Ein Becken, wie es im Bade steht. Eine erste Analyse ergibt, wenn ich es mitnehme, wird es nicht mehr funktionieren. Clever, clever. So, haben wir den Hahn aufgedreht? Schön. Oh, wir können auch Seife nehmen, Mensch. Seife, Gründerin der Zivilisation. Natürlich, Licht und Feuer und sowas waren völlig unwichtig. Aber kannst du ein bisschen die Hände einseifen. Okay. Kannst du vielleicht irgendwas mit dem Becher machen? Wasser einlassen oder so? Oh nein. Der war so durchgesifft, dass er einfach im Wasserstrahl zerrissen ist. Unser Becher ist weg. Das heißt, wir müssen uns einen neuen Becher holen. Na, okay. Ein Urinal mit Fratze drin. Schön. Eine Leuchtstoffröhre. Ja. Hier kann man also momentan noch nicht so richtig viel machen. Was sagt denn der Entwickler zu diesem wunderschönen Raum? Ich habe alle Screens so gezeichnet, dass wenn man halt nicht genau hinguckt, sie einigermaßen korrekt aussehen. Wenn man aber ganz genau hinguckt und hier zum Beispiel das Bodenmuster, dann sieht man halt irgendwie, wie viel Einfallslosigkeit da reingeflossen ist. Akribisch habe ich diese Linien alle per Hand gezogen. Das muss irgendwann passiert sein. Ich habe übrigens damals noch nicht mit Zeichentablett gearbeitet, sondern mit Fineliner und ich habe keine Ahnung, wie ich diese Linien gemacht habe. Habe ich die nochmal extra eingescannt? Ich habe halt die Hintergründe auf Papier gezeichnet mit Bleistift und ich glaube, die muss ich extra eingescannt haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die mit der Maus gezogen habe. Okay. Ich glaube, die sind im zweiten Scan mitgekommen. Ja. Dann habe ich die Farbe von dieser zweiten Farbe nochmal mitmarkiert und reinkopiert und halt irgendwie die Farbe verändert. Bescheuert. Ja. Vollkommen bescheuert. Weiß Gott. Okay, hier können wir also scheinbar nicht mehr viel machen. Gut, dann gehen wir wieder raus.